Moin Leute, hier ist euer Flying Uwe und Dan the Man. Was geht? Wir fahren jetzt hier irgendwie. Ja, erzähl mal, du kennst doch die Story vom Elbtunnel. Ja, was heißt die Story? Das ist der alte Elbtunnel. Einer der ersten, sagst du, aus Hamburg. Genau, das ist der erste, den es in Hamburg jemals gegeben hat. Und ist eigentlich ganz witzig, da fährt man mit dem Fahrstuhl runter. Hier, wir fahren gerade in den Fahrstuhl hier sozusagen. Also im Auto. Fährt man mit dem Fahrstuhl runter und dann fährt man durch den alten Elbtunnel und dann fährt man mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Und der Elbtunnel ist ja so schmal wie der Fahrstuhl hier, ne? Oder? Ja. Also so schmal nicht an sich, aber das ist halt von der Straße. Die Straße hier ist extrem eng. Jetzt muss Dan the Man seine Kampfkunst hier, seine Fahrkunst beweisen. Kampfkunst. Ja. An sich ist das natürlich kein Thema jetzt für uns smart, aber könnt ihr das mal an? Wie eng, ey. Ihr seht ja die weißen Streifen links und rechts und genau so eng ist das auch. Letztens war ich mit dem BMW hier unten, da fährt man auch schon mal gut mit 10 km/h hier lang. Und auch gut die Alufelgen zerkratzt, oder? Nee, nee. Deswegen haben wir 10 km/h. Ne? Ich glaube, ich bin hier noch nie durchgefahren, obwohl ich Hamburger bin. Wie gesagt, den ist Anfang 1900 wurde der gebaut. Ach, und hier muss man auch gut 2 Euro bezahlen, dass man hier durch darf, ne? Also wer jeden Tag hier irgendwie zur Arbeit muss, da wird immer 60 Euro im Monat los. Er könnte natürlich auch durch den großen Elbtunnel fahren, ne? Aber dauert wieder länger. Du wirst gleich überrascht sein, wo wir rauskommen. Und wo kommen wir raus? Das weiß ich nicht. Stripclub, oder? Extrem. Aber gut, die Polizei jetzt hier noch. Nee, das sind hier die Zollbeamte und so. Keine Ahnung, was das ist. Tunnelbewacher. Irgendwelche Arbeiter. Was? Tunnelbewacher? Tunnelbewacher. So, jetzt fahren wir wieder hoch. Genau, da mit dem Fliesen. Doch, jetzt erinnere ich mich, Digga. Ich bin früher einmal mit dem Skateboard hier durchgefahren. Das kann ich jetzt. Echt? Ich bin früher mit dem Skateboard durch diesen Elbtunnel gefahren. Das weiß ich jetzt noch. Da war ich 12 oder so. Was bezahlt er? Weiß ich gar nicht. Es war nachts irgendwann. Hier ja, auch wieder was? Tunnelarbeiter oder was war das? Tunnelbewacher. Und wo kommen wir raus? Tada! Nein. Auf der anderen Seite der Elbe. Logischerweise. Ja, Elbtunnel, ne, oder? So, haben wir euch mal wieder ein Video gezeigt für die kleine Bildung, ne, oder? Tunnel, ja. Tunnelbewacher. Und Tunnelbewacher und sowas und alter Elbtunnel, 19. Jahrhundert. 2 Euro bezahlen. Im Monat sind 60 Euro jeden Tag. Durchschnittlich. Ja, ne? Bezahlen, ja. Ja, bezahlen, ne? Und Uber bezahlt. Ja. Ah ja, stimmt, ich habe die 2 Euro bezahlt. Ne? Jetzt sagen andere, Uwe, warum hast du die 2 Euro bezahlt? Ja, hast du mehr Abonnenten, kannst du es mehr leisten, du verdienst mehr Geld auf YouTube. Da kommen die Sprüche wieder, weißt du? Ja, ich weiß. Denk auch, wir YouTuber sind reich. Ich verstehe das. Ja, wie macht er das jetzt? 2 Euro kann er auch noch absetzen und kriegt 8 wieder. Genau. Aber den Uwe, was machst du sonst so beruflich und so? Ne, das sind mal die Fragen. Ja, ich weiß. Auch mal auf die Videos raufklicken, weißt du? Ich meine, nur beschweren oder so. Aber raufklicken und bezahlen, weißt du? Ja, ja, genau. Ich habe das ganze Monat gearbeitet für die 2 Euro. Ja, genau. Damit wir durch den Elbtunnel fahren. Ja. Guck mal hier, Metallbau Kettenring. So, ich würde mal sagen, das war jetzt hier. Ne? So Elbtunnel, Uwe und so. Ne? Also wir sind durch, denn. Ja, durch, ne? Alter, ihr Fahrer, 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 fahr doch mal zu da! Ja. Nice. Das war jetzt kleiner Spaß. Ah, Telefon schon wieder. Ja, Digga. Ah, jetzt mal aus jetzt.